Spraydose in der Hand verschönert jede Wand. Damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Infamous Second Son. Hier auf der bösen Seite der Macht. Ja, im letzten Part sind wir hier wieder hergekommen. Über zehnmalige Tode oder so, kann man so sagen. Und jetzt geht es natürlich wieder dran, nachdem ich ein bisschen aufgeräumt habe, darum, die Schablonen hier, also die Graffitis zu machen. Und um genau diese Graffitis geht es in diesem Part. Wenn ihr also Story erwartet, tut mir sehr leid. Also deswegen werde ich das alles in diese Folge packen. Also für die Leute, die Story erwarten, ihr könnt natürlich gerne in der nächsten Folge erst wieder reinschauen. Hier möchte ich euch einfach zeigen, was es hier sonst noch so für Graffitis gibt. So, ist klar. So haben wir nicht gewettet, Kollege. Ohne Spaß. Dann gehen wir eben mal kurz aufs Dach. Mal schauen, ob wir das Ding abgeschossen kriegen. Warum leben die überhaupt noch? Danke. Wenigstens das Geschütz ist kaputt. So, und jetzt mal schauen, wer alles hier im Radius wegstirbt. So, direkt 3. Sehr schön. Ah, jetzt siehst du mich ja erst recht nicht mehr, ne? So. So, super. Nächster bitte. Was? Gehst du bitte liegen? Und wo bist du? Ach, jetzt gibst du auf, ne? Weißt du was? Hier. Stirb, Kollege. Ich sehe da noch einen. Wo ist der hin? Du entkommst mir nicht, Kollege. Also, so haben wir nicht gewettet. Hä? Ist der unter mir? Oder wo ist der am rumgammeln? Hier drin? Ah, hier ist er. Hier. Los. Mach was. Dein Ernst gerade. Ich weiß nicht, wer zur Hölle euch erlaubt hat, mich abzuknallen, aber ich zeige euch mal, wie sehr ihr euch ehrt. Schablon Kotzbrocken. Da ich jetzt aber, wie gesagt, nicht weiß, Freunde, welche Schablonenkünste ich denn schon gemacht habe und welche nicht. Also auf die gute Variante, ne? Also ich habe ja auf der guten Variante etwa 2 oder 3 böse Entscheidungen genommen. Also das war nicht so geil, ne? Hätte ich lieber mal alles nur gut angemalt. Kotzbrocken. Mal schauen, wie das aussieht. Gleich viel schöner aus. Passt auf jeden Fall. Finde ich geil. Den hier nehmen wir, wenn wir zurückkommen. Von daher würde ich jetzt sagen, gehen wir hier hin, dann hier hin, wenn wir gerade da sind. Dann ist es sowieso der letzte, das letzte Graffiti hier gewesen. Dann gehen wir hier runter. Würde ich ganz einfach mal so sagen. Und ja, ihr seht, ich habe noch nicht alles freigeschaltet, aber dafür alles rundherum ein wenig dezimiert. Reicht aber auch schon. Dann haben wir auch noch immer etwas Gegner bei uns. Was ja auch nicht gerade so verkehrt ist. Klar, es kann manchmal nerven, aber auch nicht immer. Was? Jo, bin ich cool. Was? Du auch noch? Na dann. Beendet.
Sorry, musste ich einfach mal machen. Was? Und das Geschütz hat sie überlebt? Dein Ernst gerade? Oh. Dankeschön. Wie kann ein Geschütz das überleben und die restlichen nicht? Mal so eine Frage. Aber gut, das Geschütz ist immerhin auch ausgeschaltet. Passt auf jeden Fall. So, wir müssen mal da hoch. Kein Problem. Oder besser gesagt, hier runter, ne? Ist es direkt da unten? Ja. Yes, I found den Kollege. Ah, das ist das wieder, ne? Automatische Abhebung. Ja, da hatten wir es auf jeden Fall noch nicht. Da hatten wir den Jackpot genommen. Sieht ja geil aus, Sieht ja echt geil aus. So geil. So mag ich sowas. Dann geht's direkt rüber. Da muss ich nicht mal was ankreuzeln an der Karte. Ist nur die Frage, wo? Ist es auf dem Dach diesmal? Dann werden wir das mal auskundschaften. Ah, hier. Problembär und zu realistisch. Da ich nicht weiß, ob ich das hier schon irgendwie gemacht habe, keine Ahnung, werde ich hier mal nochmal speichern, damit ich auf jeden Fall wieder zurück könnte. Nein, nicht weg hier. Dankeschön. Da ist ein Problembär. Im letzten Part haben wir nämlich mit Fetch geschlafen. Das war ja ziemlich, nämlich noch ein geiles Stück. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass wir in der bösen Szenerie mit dir schlafen können. Das hätte ich jetzt eher in der guten erwartet, aber gut. Problembär. Du bist ein verdammt begabter Typ. Okay, hättest du das nicht aussprechen können, aber es sieht geil aus. Problembär, echt mal. So, jetzt noch da unten hin. Kein Problem für uns, ne? Wuhu! Sieht schon geil aus. Wir kommen safe sogar runter. Ich dachte, das verliert mit der Zeit seine Wirkung, aber scheint nicht so zu sein. Gefällt mir sogar hardcore. So, hier runter. Ah, nicht ganz, aber fast. Feuerprobe. Oh Mann, es tut mir leid, dass ich immer so viel speichern muss in diesen Folgen, aber ist ja wenigstens die einzige Folge, bei dem ich oder bei denen ich so viel speichern muss. Feuerprobe.
Nicht schlecht. Ja, auf jeden Fall. So kann man sich das auch vorstellen lassen. Oh, Viertelfinalkampfmission ist jetzt verfügbar. Ja, ist klar. Ja, vielleicht machen wir sowas dann auch noch, je nachdem, wie schnell ich da durchgerannt bin. Gerannt, genau. Gerannt muss man halt sein oder so, um ans Ziel zu kommen. Oh, verdammt. Haltet mal die Backen, ich möchte nur mein Zeug hier machen. Ihr kleinen Bastarde. So, Kriegsbeute. Becherkrebs, Kriegsbeute, komm. Ich vertraue euch. Plakaten. Na, was gibt's denn heute für uns? Ein Krebs, aber inwiefern? Mit dem DUP-Hut, ist klar. Aber der Krebs sieht schon verdammt geil aus. Mit diesem Hintergrund. Und jetzt? Ist das geil. Hat schon seine Berechtigung, muss ich sagen. Also die böse Seite gefällt mir um einiges besser als die gute. Muss ich sagen. Nix da. Du brauchst einen Tritt in den Hintern. Ihr auch, ne? So, weg mit euch. So, danke. Was? Du willst auch noch sterben? So, weg mit dir. Der andere Bulle kann sich dort rumtreiben, wo der Pfeffer wächst. Ich muss hier mal durch. Musst du hier lang? Kein Problem. So, darfst jederzeit hier lang, ne? Tut mir leid. Aber ich hasse es, wenn Leute einfach nicht durch können, durch eine normale Stadt. So, Conduit mit Bauchweh. Spielzeug für böse Jungs. Aha. Dafür sollte man mir Geld geben. Definitiv. Ich glaube, das nehme ich als Thumbnail. Kommt drauf an. Jetzt ist es am besten hier hin und dann dorthin, ne? Okay. Let's do this, würde ich mal sagen. So, verdammt. Und auch meine Versprecher werden nicht viel besser teilweise. Aber gut. Soll uns jetzt nicht stören. Ja. Seid doch echt Banane. Ohne Spaß. Vor allem Ding, das Geschütz, wie weit nach oben kann das knallen, ne? Bist du behindert? Scheiß Geschütz.
Geschmackvoll. Ja. Aber nicht Ansatz so gut, also im Ansatz so gut wie das, was du vorhin gemacht hast. Ne? Das mit der TUP-Fotze und dem Babywagen. Hatte schon Style. So. Hier unten meinst du? Oh Mann. Vorsicht, Katze. So. Kurze Nebenfrage, wann ist das fertig? Ah, jetzt ist es fertig. Ich wollte gerade sagen, mehr kann ich nicht mehr anfärben. So, und wie sieht das dann aus? Ach, meine wahre Superkraft. Oh. Eine giftige Katze diesmal und kein süßes Kätzchen. So mag ich das. Sieht ja geil aus. So. Na dann, Freunde. Machen wir uns auf den Weg zur letzten Graffiti-Stätte hier in der Umgebung. Und dann sind wir schon fast durch. Finde ich als Schnieke. So, abgeschleckt. Okay, Zeit zum Essen. Das sollte sie aufwecken. Der Hobby-Clown. Oh Mann. So, jetzt. Ach, dieser Punkt ist der berühmte Endpunkt, den wir erst am Schluss holen können. Nur damit ihr Bescheid wisst. Hier können wir jetzt auch noch lang. Und dann nach den dreien können wir nur noch den abholen. Und dann sind wir durch, Freunde. Ist das geil. Und wir sind schon bald auf der Stufe 4 dieser Skala. So. Das finde ich sehr gut. Und indem wir die killen, geht es noch ein bisschen weiter. Wow. Mit unserer Punkteanzeige. Oh, dank dem auch. Schöner Moment. Wo seid ihr denn hin? Wollt ihr mich verarschen? Okay. Ihr könnt mich mal kreuzweise. Definitiv. Außerdem bin ich eh fast ohne Muni hier. Ich müsste mir erstmal wieder was gönnen. Neon, bitte. Jetzt könnten wir wieder fighten. Kein Problem. So, Video-Vagabunden, Fernsehreparatur. Video-Vagabunden, mal schauen.
sie meine Werke und hinter ihre Schönheit. Oh ja. Würde ich auch mal meinen. Jetzt hier lang. Wundervoll. Schablon, was? Gibt's hier einen zu treten? Okay. So. Sehr schön. So mag ich das ja. Ich hoffe, wir kriegen in diesem Part heute noch die nächste Stufe. Dann können wir im nächsten Part direkt mit Vollspeed weitermachen. Irgendwas im Wasser. Nicht schlecht, also nicht schlecht. Woher kriegt er die Ideen für die Monster, Mann? Jetzt haben wir noch einen Viertelfinalkampf freigeschaltet, dank diesem Gespräch. Sehr gut. Auf jeden Fall für mich. Jetzt geht's hier lang, würde ich mal meinen. Und dann sind wir schon fast beim letzten, Freunde. Ah, hi. Tschüss. Dein Ernst gerade. Hä? Er versucht mich zu treten, der Vollidiot. Wie will man ein Conduit treten? Der kann sich ja materialisieren, egal ob in Rauch, in Neon oder egal in was. Das Einzige, was denen schadet, sind Kugelschüsse. Dein Ernst? Wegen dem Kollegen dort. Na warte, das ist natürlich genau darunter, ne? Dein Ernst gerade? Verzieh dich, ohne Spaß. Ich glaube, ich bin im falschen Film hier. So. Bin schon wieder da. Arschlöcher in der Wand. Hab gerade bemerkt, dass wir das, glaube ich, schon hatten. Deswegen werde ich hier Freizeit nehmen. Deswegen, yo. Machen wir das mal so. Aha. Das hatten wir noch nicht. Ich wollte doch gerade sagen, dass es mir sehr bekannt vorgekommen, das andere Graffiti. Ich auch, ne? Ich hoffe zumindest. Denn dort sind dann nur DUP-Agenten drin. Ich bin ein genialer Künstler. Jo, das hatten wir noch nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen tut's mir leid, dass ich da was anderes machen musste. Aber welches hatten wir dann noch nicht? Ich glaube, ich hatte zwei mindestens. Dann müsste es ja das gewesen sein. Aber ich denke eher nicht.
Ey, halt mal die Backen, sonst klatscht's im Karton. Ohne Spaß. Ohne Spaß. So, hier oben meinst du? Sag jetzt nur nicht... Ah, Affenschock oder Angriff der Knirpse. Da ich jetzt eben nicht gerade weiß, ob ich das schon hatte, speichere ich nochmal kurz. So, Affenschock. Und auch dieses hatten wir. Dann hatte ich wohl die beiden wirklich. Okay, dann gucken wir jetzt noch unser letztes Graffiti an. Wie es denn auf der guten Seite ausgesehen hätte. Na? Na? Ich kann doch nicht erkennen, die zwei Kinder oder wie. Jo. An was sind die da dran? Was haben wir denn hier? Jetzt sehen wir, an was die dranhängen. Okay. Okay. Jetzt wie viel... Oh Mann. Ich muss noch was machen. Ist es euer Ernst gerade? Ja. Ist felsenhart euer Ernst. Denn wie gesagt, ich möchte heute noch... Heute noch... Die nächste Stufe erreichen, um abzugraden. Und ich möchte gerne wissen, was die nächste Stufe wäre. Audiolog, wo ist das Audiolog? Ich glaube, ich muss eine Etage höher. So. Okay. Hier unten. Okay. Nehmen wir mal entgegen wieder. So, geht doch. Haltet mal die Backen, wir müssen hier killen, er. Und er hätte nur eine Chance, sich hier anzuschließen. Er hat sie angeschaut und angefangen zu lachen. Sie war außer sich. Ich habe ihre, du bist auch ein Conduit-Taktik schon häufig erlebt. Funktioniert öfter als man denkt. Nicht bei ihrem Kumpel, nicht bei ihrem Kumpel. Er hat einfach weiter gelacht, bis Augustin befohlen hat, ihn nach Curtain Key zu bringen und ihn dort verrotten zu lassen. Das werden Sie mir nicht glauben. Mr. Rowe, lassen Sie das. Nö, warum sollten wir? Jetzt wird's erst richtig lustig. Na, Freunde? Ah, das bist ja nur du mit dem Heli. Ah ne, stimmt ja, da sind noch mehr dran. So, Heli ist weg. Gut. Das war mir wichtig. Darf ich mich jetzt wieder geheilt sehen oder wie sieht's aus? Dankeschön. Eigentlich könnte ich ja Rauch benutzen. Ne? Hey. Hey Arschkrampen. Schon mal was davon gehört? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube schon fast, ihr habt nicht davon gehört. Zum Glück bin ich ein schneller Kletterer. Ha, wundervoll. Wundervoll. Einer nach dem anderen geht liegen. Ja, muss ich auch nicht sein. Ha ha!
Das war ja wunderbar und tut mir leid für die Züge, die im Hintergrund teilweise durchfahren, wie gesagt, aber die kann ich nicht vermeiden. Yo, nächstes Gebiet wurde geklärt. Jetzt fehlt eigentlich nur noch dieses und dann sind wir ein bisschen angeschmiert. Außer ich kann da irgendwas noch drehen und wenden hier. Ach, ihr kleinen Bullschweine. So, wundervoll. Direkt alle erledigt. So muss das. Wann kriege ich wo... Ah gut, es geht schon noch ein Stückchen, bis ich das nächste habe. Wird wohl nicht so einfach werden. So. Nice. Wo ist das Ding? Ah, so. Vor meiner Nase. Hier. Kommt einer der letzten oder das letzte Viertel. Sie haben bald keine Reklametafeln mehr, die ich besprühen könnte. Was soll's, wenn sie Ihnen Spaß macht? Okay, Lady, dann mal los. Wenigstens gibt's jetzt keine Riesendialoge mehr, wie zu Anfang. Aber er muss trotzdem noch ein bisschen seine Spraydose schütteln. Aber gut, ja, super. Der erste ist weg. Der zweite ist auch weg. Ist klar. Ist klar! Ist klar, Freunde der Nacht! Ich brauche Neon. Und zwar dringend. Zum Glück bin ich gerade in einem Neongebiet. Komm mal her, du kleine Lurchsau. Ich bin hier! Seht ihr mich nicht? Evakuieren oder exekutieren, besser gesagt. Nicht evakuieren. Dein Ernst gerade. Wo ist der? Ach, hier kommt der nächste. Ha. Scheiße, ne? So, geschützt im Arsch. Ihr habt gar nichts. Ihr habt gar nichts. Das ist das Problem. Ah, du bist wieder so einer. Du bist wieder so einer. Ist klar. Du entkommst mir garantiert nicht, Kollege. Was ist denn du für ein Gefühl? Und was ist mit dir? Wo willst du hin? Wo bist du denn? Irgendwie hier. Nein! Du entkommst mir nicht, Kollege. Garantiert nicht. Meine Herren. Wird ja immer schöner hier. Danke vielmal. Jetzt muss ich mir eigentlich nur... Also jetzt darf ich nur noch die Augen offen halten nach... Scheiße. Ah, nach bösen Idioten, die ich verprügeln darf. Sonst gibt's gar nichts mehr. Ich hätte wohl ein bisschen mehr verprügeln sollen. Könnte eigentlich noch ein bisschen gegen das DUP kämpfen. Nur ist die Frage, wo? Und mir ist noch gerade eine andere Frage gekommen. Was ist das für ein Musikteil? Neon entziehe ich mal. Ja, klar. Einmal die Backen. Welche Straßenmusiker? Ich sehe keine Straßenmusiker. Die sind wahrscheinlich schon abgedampft. Vom ersten Schuss. Okay. Exekutieren wir ihn. Was ist denn mit euch kaputt? Oh, gleich drei auf einmal. So, Akula ausgeschaltet. Nice. Oh, die haben wir auch in First Light besiegt. Die Akula. So. Polizei ausgeschaltet. Polizei ausgeschaltet. Sehr schön. Und wir haben sogar wieder die Ulti ready. Gefällt mir sogar hart. Eigentlich sogar sehr cool.
Na? Mir ist aber noch... Was? Ihr schon wieder? Ja, Mann. Schildträger ausgeschaltet. Wundervoll. Ah, an diesem Platz sind wir jetzt auch wieder. Ah, gib mir... Ach, nee. Sind nur so was... Also solche Idioten. Na dann, was gibt's sonst noch mitzunehmen? Weil wir brauchen wirklich nicht mehr viel. Guckt euch das an, Gib mir einen DUP-Wagen. Ey, also bitte. Ich habe extra noch was liegen gelassen. Ach, hier ist noch was. Okay. Wusste ich gar nicht. Na dann. Hallo, hier ist die DUP-Notrufzentrale. Möchten Sie einen Bioterroristenvorfall melden? Nein, mich. Also, Ihre Reklametafel. Rufen Sie nicht mehr an. Das DUP wird das nicht dulden. Oh, vielleicht war das zu viel. Nach was? Zu viel kann's nie sein. So, wo sind die wieder? Ihr kleinen Bananen. So, wo ist der kleine Jude? Ja, ist klar. Genau so ein gepanzerter Vollidiot ist vor meiner Nase. Au, ey, Alter, was du kannst, kann ich schon lange. Darf ich mal? Ist klar. Und der schädigt mich des Todes. Nee. Aber bitte mit Drama, ey. Ich fliege gar nicht. Ich brauche nur taktischen Rückzug. Und von dem mache ich ganz gerne Gebrauch. So, du bist weg. Aber ist so richtig schade, dass ihr keinen richtigen Schwachpoint habt. Und vor allem, Ding, jetzt seid ihr schon wieder zu zweit. Ich habe doch den einen vorhin ausgelöscht. Au. Mal ganz im Ernst. So. Jetzt mal schauen, was ihr so dazu sagt. Nochmal. So. Jetzt seid ihr gleich beide auf einmal verschwunden. Zäh, lächerlich. Ach, stimmt ja. Wir sind nicht mehr on fleek. Wegen kein Neon on the road, aber jetzt wieder. Ich wollte gerade sagen, warum komme ich so schwerfällig hier durch? Wie war das mit Bioterroristen? Hier. Viel Spaß. Ja, definitiv habe ich die verstummen lassen. Was? Welchen Sichtkontakt? Hier. Exekutieren. So. Wo könnte der sein? Sieht mir sowieso schon auffällig aus, der Kollege. Links im Bild. Bist du das? Ja, bist du. Schon tot. Geheimagent besiegt. Hier sind nochmal Akula. Vollidioten. So. Weg mit euch. Einfach weg mit euch. So, das war's. Akula ausgeschaltet. Wo gibt's sonst noch was? Zum Ausschalten würde ich feiern. Leider wird das nur auf der Minikarte angezeigt und nicht auf der großen Map. Sonst wäre ich nur auf der großen Map unterwegs. Tut mir leid, dass es jetzt ein bisschen länger dauert. Für die, die das nicht mehr sehen wollen, können natürlich jetzt schon abschalten. Ich mache das einfach für mich jetzt noch. Damit wir im nächsten, also für uns besser gesagt, damit wir auf jeden Fall weitermachen können. So. Neon bitte. Voll auffüllen. Dort hinten gibt es noch was. Mit Aktivisten oder keine Ahnung.
Tschüssi. Oh yeah. Und somit hätten wir es geschafft. Und wir sind einen Schritt weiter. Sie wurden zum meistgesuchten befördert. Sie sind im Ziel, ein Schurke zu werden, einen Schritt näher gekommen. Fortfahren. Nice, Freunde. Nice. Schildträger ausgeschaltet. Was bedeutet, wir können nun endlich hier endlos sprinten. Wir können Phosphorstrahl erhöhen. Was können wir sonst noch? Hier vielleicht entziehen beim Feind. Die Explosion eines sich ergebenden oder Husten feines Fjeck lädt einen Teil ihrer Energie auf. Cool. Aber sonst gibt's nichts Interessantes irgendwie. Was ist denn das? Schweife-Volltreffer benötigt. Gutes Karma benötigt. Aha. Interessant. Ja gut, dann sind wir eigentlich halbwegs durch. Mit den bösen Gedöns. Und wir sind fast eigentlich on the road und on fleek, Freunde. Wir brauchen nur noch, glaube ich, eine Stufe höchstens, um alles zu erhaschen. Aber ich denke, wir haben schon alles. Alles Notwendige. Und der Rest, Freunde, sehen wir in den nächsten Part. Tut mir leid, dass ich gerade ein bisschen nichts machen konnte, aber der Zug war gerade wieder am Schlüssel. Dann konnte ich meinen Part nicht beenden, wie ich gerne wollte. Ich bedanke mich herzlich fürs Zugucken und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Part wieder dabei, wenn es mit Fetch und unserem neuen baldigen Gefährten weitergeht. Tschüss.